Das wird der neue Klammertisch werden. Das ist jetzt nur mal ein Prototyp und einfach nur mal viereckige Klötzchen drauf gemacht zum Klemmen. Also dieser Tisch hier vorne wird in sich noch mal drehbar sein und dann kann ich natürlich auch noch über die Höhe des Arms bestimmen. Ich habe mal hier jetzt gerade eben mal eine Schere geschliffen. Also das Ding ist einwandfrei geworden. Sieht man da die Schneidkante? Muss man gucken. Ja, also wie gesagt, die ist einwandfrei geworden. Schaut mal, wunderschön. Und schneiden tut sie natürlich auch. So, hier kann man sehen, hier habe ich das gleiche nochmal in kleiner. Die andere war, glaube ich, 8 oder 9 cm und die ist 5 cm. Und hier habe ich jetzt einfach mal meine Rundstäbe eingespannt und ich kann jetzt praktisch hier den Tisch, warte mal, den Tisch in sich drehen, so. Und ich kann natürlich hier über meine Höhenverstellung gehen. Und wenn ich jetzt, ich mache das mal ein bisschen einhändig, wenn ich jetzt so eine Schiebebewegung mache, ich habe die Schneide geschwärzt gehabt. Ich sehe es jetzt nur durch die Kamera durch, aber ich denke mal, man sieht, was ich meine. Ich schiebe und drücke gleichzeitig. So, und dann könnt ihr mal schauen. Dann wird das hier mit der Schneidkante, seht ihr, die wird komplett abgeschliffen von hinten bis vorne. Und das geht dann mit den Rundstäben. Jetzt habe ich den Turm ganz darüber gestellt. Dann kann ich nämlich hier eine schöne fließende Bewegung nach außen machen. So, praktisch schieben und seitlich verfahren. Und wenn ich das jetzt in die andere Richtung mache, dann schiebe ich einfach den Turm hier rüber. Und dann kann ich das Gleiche in diese Richtung machen. Und wenn ich in die Mitte gehe, dann kann ich das diese Bewegung machen, die ich gerade gezeigt habe. Und das funktioniert wirklich wunderbar. Ich zeige euch gleich mal die Schneide, wenn ich fertig bin mit dem Karambit. So sieht die Schneide von dem Karambit aus, wenn ich sie geschliffen habe mit den Rundsteinen. Mit dem Magnetischprototyp ist es möglich, auf 0 Grad runterzuschleifen. Hier hakt nichts, das Messer stößt nirgends an und ich könnte hier einwandfrei jetzt praktisch arbeiten. Selbstverständlich könnte ich auch hier vorne diese Phase an diesem japanischen Messer, könnte ich entsprechend, wenn ich meine Höhe einstelle, jetzt fahre ich einfach mal nach oben, dann könnt ihr mal sehen. So, und jetzt hätte ich praktisch meine zweite, ah, da muss ich noch ein bisschen runter, mal schauen, bis es flach aufliegt. So, jetzt liegt das hier flach auf, seht ihr? Und vorne habe ich jetzt trotzdem noch mal meine Schneidkante, aber hier diese zweite Phase. Die könnte ich natürlich jetzt auch ohne weitere schleifen. Die ist in dem Fall, ich sag mal, zwischen 8 und 9 Grad. Und vorne ist dann noch eine Mikrophase dran. Also mit dem Magnettisch ohne weiteres machbar.